Wir feiern unseren Gottesdienst am Sonntag Judica im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch, liebe Glaubensfamilie, wo immer Sie uns an diesem Tag zuschauen. Beziehungskisten, kennen Sie das? Wir alle sind in sie gefangen und involviert. Heute geht es darum, einmal unsere Beziehung mit Gott zu reflektieren. Was ist da am wichtigsten? Worum geht es in unserer Beziehung mit Gott? Wie wirkt sie sich aus? Ich bin gespannt und freue mich auf diese gemeinsame Zeit mit Ihnen und unserem Gott. Gott, mein Gott, unruhig ist meine Seele in mir. Unruhig ist sie, bis sie Trost findet in der Dunkelheit. Unruhig ist sie, bis sie Hoffnung hat auf einen neuen Tag. Unruhig ist sie, bis sie Antworten bekommt auf die brennenden Fragen. Unruhig ist sie, bis sie lachen lernt vor Glück. Unruhig ist meine Seele in mir, Gott. Tröste mich, öffne meinen Horizont, sprich mit mir und beglücke mich. Dann, mein Gott, dann wird meine Seele ruhig in mir. Kyrie eleison. Hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die zu ihm kommen und an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Diesen Glauben verleihe Gott uns allen. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, hinter unserem Streben, den rechten Weg zu gehen, steht oftmals eine gute Absicht. Dennoch stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen und spüren unser Unvermögen. Wir bitten dich, Herr, zeige du uns heute, was es heißt, auf dich zu schauen und mit deiner Gnade zu rechnen, die größer ist als all unser Bemühen um Gerechtigkeit. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Lesung für den heutigen Sonntag Judica steht beim Evangelisten Markus im 10. Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke,
oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ehre sei dir, Herr. Holz auf Jesus. Ja, ganz schön rund in der Jüngerschaft Jesu. Es war ja auch eine bunte Truppe, lauter Männer unterschiedlicher Herkunft und Bildung. Da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Charaktere und Denkensweisen. Wir kennen das selbst aus unserer eigenen Erfahrung in unseren Familien, im Freundeskreis, früher in den Klassengemeinschaften oder auch im Berufsleben unter den Kollegen und Kolleginnen. Auch hier gibt es Menschen, die meinen, etwas Besonderes zu sein. Manchmal fühlen sie sich besser, erfolgreicher, weil sie vielleicht irgendetwas besonders gut können. Manche drücken sich sehr gut aus oder sind die Karriereleiter schnell nach oben gestiegen. Und deshalb gibt es da auch solche Menschen darunter, die dann da deshalb auch Sonderbehandlungen beanspruchen. Eine Provision, Sonderurlaub, den Firmenwagen und wenn es hochkommt, geben sie mit ihrem Reichtum auch noch an. Aufschneider, Angeber, Großprotze nennen wir sie. Und solche finden wir, wie gerade im Predigtext gehört, auch im Freundeskreis von Jesus. Jesus war mit den Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem und zum wiederholten Male spricht er zu ihnen von den bevorstehenden Ereignissen dort, von seiner Gefangennahme, von Folter, von seiner Hinrichtung und von seiner Auferstehung nach 3 Tagen. Die angstvollen Gedanken der Jünger kreisen in dem Moment um die Frage, und was wird dann aus mir? Auch Johannes und Jakobus, 2 Brüder, Söhne des Zebedäus, auch Donnersöhne genannt, beschäftigen diese Worte Jesu und auch die Frage beschäftigt sie, was wird aus uns? Und ich stelle mir vor, wie die beiden hinter Jesus herlaufen und diskutieren. Was machen wir jetzt? Wir haben doch für Jesus alles aufgegeben, unseren Beruf, unser Zuhause. Wir unterstützen ihn, sind immer an seiner Seite und wir verfolgen seine Ziele. Da wollen wir doch jetzt nicht aufgeben. Also das kommt für uns nicht in Frage. Johannes und Jakobus sind junge Männer ihrer Zeit. Männer, die für ihre Ideale einstehen und diese auch mit Gewalt durchsetzen wollen. Der Name Donnersöhne ist da schon etwas Programm. Es steht dafür, dass hier starke Persönlichkeiten agieren, die ihre Ziele um jeden Preis durchsetzen wollen. Donnersöhne, da steckt auch das Wort Dominanz drin. Ja, die beiden
gehen sogar so weit, dass sie bereit wären, ihr Leben für diese Ideale, für die Ziele, die Jesus ihnen auch vorsagt, ihr Leben dafür zu geben. Und wer so kämpferisch und mutig ist, der hat nach ihrem Verständnis dann auch eine Belohnung verdient. Und so treten sie sehr selbstbewusst an Jesus heran. Sie wollen ihre Beziehung nutzen, um zu himmlischen Ehren zu gelangen. Sie beanspruchen einen Ehrenplatz neben dem Meister. Sie sagen: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Liebe Kirchenfamilie, ich sehe es förmlich vor mir, wie der Zug der Jünger Jesus mit Jesus zum Stehen kommt, wie still es wird. Die Beziehungskisten zwischen den Jüngern, die brechen da jetzt auf. Manche ballen vielleicht die Fäuste in ihren Manteltaschen, bekommen vor Zorn ein rotes Gesicht. Was fällt diesen beiden Brotzen, diesen Angebern denn ein? Aber das sind jetzt meine Gedanken. Die Bibel berichtet uns nichts davon. Es ist nicht wichtig. Es ist zu menschlich. Das wäre unser Verhalten. Darauf einzugehen, würde den Blick auf das Wesentliche und wirklich Wichtige verstellen. Und deshalb reagiert Jesus auch gar nicht so, wie wir es erwarten würden. Er bleibt ruhig, aber bestimmt. Jesus lässt sich nicht in diesen Beziehungswirrwarr hineinziehen. Er stellt die Ideale von Macht und Vorherrschaft auf den Kopf. Es geht nicht darum, mit Donner und Gewalt, mit starrköpfiger und eigensinniger Dominanz die eigenen Ziele auf Kosten anderer durchzusetzen. Jesus macht das sehr deutlich. Er sagt: Ja, natürlich habt ihr durch die Taufe Anteil an Gottes Liebe. Und ihr habt durch das Abendmahl auch Anteil an Vergebung und Gnade Gottes. Aber richten, das könnt ihr nicht, auch euch selbst nicht. Am Ende entscheidet Gott selbst, wo unser Platz in der Ewigkeit ist. Jesus sagt: Ich kenne doch die weltlichen Machtverhältnisse. Ich werde ihnen ausgeliefert sein, so wie wir ihnen ausgeliefert sind, ein Leben lang. Doch durch mich und durch mein Leben, durch mein Sterben eröffnet sich eine ganz andere Dimension. Mein Leben und mein Leiden sind ein Dienst an euch Menschen. Lasst ihn geschehen, denn dann werdet ihr erkennen, das Geheimnis liegt in der Umkehrung. Wer unter euch Ansehen und Aufstieg sucht, der wird unbeachtet und ruhmlos dienen. Habt Mut zu einem anderen Weg, zu einem Miteinander, zu einer Kontrastgesellschaft mitten in dieser Welt. Dann, so sagt Jesus, dann wird Erlösung möglich. Liebe Kirchenfamilie, wer im Sinne von Jesus leben will, der muss und braucht sich nicht so angeberisch großprotzig zu verhalten. Der braucht sich nicht wichtiger zu machen, als er oder sie ist. Jesus macht hier deutlich, was sein Vater, was Gott uns schon mit Jesus selbst gezeigt hat, mit ihm. Gott hat sich doch klein gemacht mit dem Kind in der Krippe. Gott ist Mensch geworden, um uns nah zu sein. Und das heißt, wer dann im Sinne von Jesus leben will, der muss sich klein machen. Der muss selbst zu einem Diener, einer Dienerin, einem Knecht, einer Magd werden. Zu jemand, der auf die anderen achtet, der sie wahrnimmt, ihre Bedürfnisse sieht und ihnen hilft. Wir müssen zu einem oder einer werden, der sich nicht für wichtiger hält als die anderen, sondern diese für mindestens so wichtig sieht wie sich selbst. Und wahrscheinlich müssen wir manchmal die anderen sogar wichtiger halten als uns selbst. Wer im Sinne Jesu leben will, der darf nicht nur reden, sondern muss seinen Worten auch Taten folgen lassen. Der darf sich nicht zu schade sein, um anzupacken und mitzuhelfen. Jesus macht das vor. Er geht auf die Ausgegrenzten zu. Er berührt Aussätzige und Kranke. Er lässt die Kinder zu sich kommen. Er macht und nimmt sich selbst nicht so wichtig, sondern Gott. Gott ist sein Fokus,
Sein Leben ist eine einzige Botschaft. Gott liebt dich und will eine Beziehung mit dir. Das ist die Beziehungskiste, um die es geht und ist das wirklich Wichtige. Und liebe Kirchenfamilie, da stellt sich heute doch für uns die Frage, wo bin ich denn jetzt bereit, aus meiner Komfortzone herauszutreten, mein Leben in die Hand zu nehmen, für andere da zu sein, auch wenn ich dabei immer mal wieder Durststrecken erlebe. Am vergangenen Montag hat mich in der Fernsehsendung Hart aber fair eine Frau aus Hamburg, so ungefähr Mitte 40 alt, beeindruckt. Sie ist verheiratet und bewohnt mit ihrem Mann zu zweit ein Haus mit 150 Quadratmetern. Sie sind wohlhabend, haben verantwortungsvolle Berufe. Es geht ihnen sehr gut, sie haben das genossen, ein großes Haus für sich allein. Seit gut 3 Wochen beherbergen sie 5 Menschen aus der Ukraine. Die Frau sagte, das war eine spontane, aber doch überlegte Herzensentscheidung direkt am 24. Februar, dem Tag des Kriegsbeginns. Wir nehmen Flüchtlinge auf, haben sie und ihr Mann gesagt. Und sie sagte weiter, wir hatten und haben keine Erwartungen, haben es einfach auf uns zukommen lassen. Und nun wohnen wir zu siebt, sind eine Wohngemeinschaft. Es ist alles ganz neu für uns und auch sehr anstrengend. Die ersten Wochen waren wir nur mit Behördengängen und Klärungen beschäftigt. Was uns immer wieder geholfen hat, war, dass wir viel gelacht haben und trotzdem versucht haben, gemeinsame Zeit miteinander zu verbringen und uns gut kennenzulernen. Herzlichkeit und Freude, das ist das Wichtigste und wir können sie im Miteinander spüren. Und das Schöne für sie war, sagte sie, dass unsere Entscheidung, unser Haus für andere Menschen zu öffnen, ansteckend war. Denn mittlerweile haben auch so manche Nachbarn ihre Häuser geöffnet und Menschen aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Unsere Gegend hat sich verändert. Es ist viel mehr Mitmenschlichkeit eingezogen. Es ist anstrengend, sagt sie, aber es ist ein Geben und ein Nehmen. Wir bekommen viel zurück von diesen Gästen. Jeder von uns versucht auch wieder in seinen Alltag zu kommen. Unsere Gäste suchen nach Arbeit, nach einer Wohnung, nach einer Möglichkeit, auch wieder in die Schule zu gehen. Bis das geklärt ist, wohnen sie bei uns. Und seit sie da sind, bringen sie sich ein. Mein Mann und ich bekommen jetzt jeden Tag eine warme Mahlzeit. Das hatten wir sonst nicht. Und was sie empfiehlt, sagt sie, mit einem offenen Herzen und einem Lachen aufeinander zuzugehen und miteinander zu leben. Ja, liebe Kirchenfamilie, einander dienen verändert. Verändert auch die Beziehungskisten, in denen wir leben. Einander dienen verändert die Vorstellung von Macht, verändert Leben in der Gesellschaft und auch in der Gemeinschaft unserer Kirche. Wir agieren zwischen Freiheit und Verantwortung, zwischen Selbstbewusstsein und Liebe. Genau darin bewegt sich unser Christenleben. Und wir können uns in Beziehung setzen, können verantwortlich leben, voller Achtung für andere, achtsam und rücksichtsvoll, weil Gott uns ganz und gar befreit, von der Angst zu kurz zu kommen. Welch ein Geschenk! Gebt nicht an! Wollt nicht mehr sein, als ihr es... Nein. Welch ein Geschenk! Gebt nicht an! Spielt euch nicht auf! Konzentriert euch auf die Beziehung zu Gott und auf Gottes Liebe zu euch. Das ist wirklich wichtig in dieser bunten Gesellschaft, in der wir leben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir wollen wieder miteinander Fürbitte halten. Und ich lade Sie auch zu Hause ein auf den Gebetsruf. Wir rufen zu Christus, dem Gekreuzigten, mit Herr, erhöre uns, zu antworten. Herr unser Gott, du siehst in unsere Herzen und Seelen. Du kennst alle Wunden und Verletzungen, die wir zu erdulden und zu verkraften haben. Wir schauen auf Christus, den Gekreuzigten, und rufen: Herr, erhöre uns. Herr unser Gott, du hilfst uns immer wieder auf. Du kennst alle Wunden und Verletzungen, die wir erdulden, aber auch solche, die wir anderen zugefügt haben. Es tut uns leid. Wir schauen auf Christus, den Gekreuzigten, und rufen: Herr, erhöre uns. Wir bitten dich um Hilfe, um Kraft und Mut für alle, die regieren und politische Verantwortung tragen. Lass ihre Arbeit für Frieden, für Gerechtigkeit und die Bewahrung unserer Schöpfung Früchte tragen. Wir schauen auf Christus, den Gekreuzigten, und rufen: Herr, erhöre uns. Hilf Eltern und Erziehern, Lehrern und Ausbildern, dass sie über alle Fachlichkeit hinaus bereit sind, Vorbilder zu sein und Werte zu vermitteln, die ihre Substanz auch aus dem Glauben an dich, Gott, beziehen. Wir schauen auf Christus, den Gekreuzigten, und rufen: Herr, erhöre uns. Sei bei den Jugendlichen in unserem Land und in allen Ländern dieser Erde. Lass ihre Sehnsucht nach Leben, nach Sinn und Ziel auch einmünden in die Suche nach dir, Herr, damit sie dich finden. Wir schauen auf Christus, den Gekreuzigten, und rufen: Herr, erhöre uns. Wir bitten für alle Kranken und Notleidenden, für alle Hoffnungslosen und Mittellosen, für alle unterdrückten und geängstigten Menschen, auch für alle Trauernden und Sterbenden. Hilf ihnen und uns, damit wir auf Christus, den Gekreuzigten, schauen und heil werden an Leib und Seele. Wir rufen: Herr, erhöre uns. Und alles, was uns noch am Herzen liegt und uns bewegt, legen wir in die Worte, die uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Glaubensfamilie, schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen auch für die nächste Zeit, die Zeit bis zum Osterfest, alles, alles Gute. Bleiben Sie behütet, auch noch gesund. Und bewahren Sie sich den Frieden in Ihrem Herzen und mit den Menschen, mit denen Sie zusammenleben. Danke auch für alle Grüße und Gaben, die wieder bei uns eingegangen sind. Gott segne alle Geberinnen und Geber sowie die Weiterverwendung dieser Gaben. Und so gehen Sie nun mit Gottes gutem Segen in diese Zeit, die ganz persönlich auch vor Ihnen liegt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.